Sommerzeit ist Ausflugszeit. Unterwegs mit dem Auto. Was muss ich dabei haben, um im Fall einer Kontrolle oder einer Panne ausgestattet zu sein? Welche Zusatzgimmicks darf ich in meinem Fahrzeug anbringen? Wann muss ich ein Bußgeld befürchten? Diese Fragen klären wir heute bei Service Extrem. David schaut sich online halsbrecherische Verkehrsvideos an. Gefilmt werden diese mit Dashcams, im Auto angebrachten Kameras. Die haben viele zum Spaß, aber sie könnten im Falle eines Unfalls ja auch als Beweismaterial dienen, oder? David bringt deswegen gleich mal eine hinter seiner Frontscheibe an. Ab sofort wird der Verkehr mitgefilmt. Seine Freundin ist skeptisch. Fremde Menschen ohne ihr Wissen zu filmen, verstößt doch 100 Pro gegen das Persönlichkeitsrecht, oder? Darf ich eine Dashcam im Auto anbringen? Also ich denke, dass Kameras im Auto aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht vertretbar sind. Ansonsten wäre es vielleicht nicht schlecht, beim Unfall den genauen Tathergang dokumentiert zu haben. Also Kameras im Auto darf ich anbringen, aber ob man das Videomaterial vor Gericht verwenden darf, ist immer der Einzelfall. Also ich glaube, die Dashcams sind hier in Deutschland nicht erlaubt. Klar, wieso nicht? Man filmt ja nicht speziell eine Person, sondern den Straßenverkehr. Und darf man ja in öffentlichen Räumen sowieso. Straßenverkehr ist ja öffentlicher Raum. Wir zeigen unserer Anwältin Alicia von Rosenberg die Dashcam-Videos und wollen wissen, ob solche Videoaufnahmen in Deutschland erlaubt sind. In Deutschland ist bislang noch ungeklärt, ob Autofahrer solche Dashcams in ihrem Auto anbringen dürfen. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat zum Beispiel einem Autofahrer kürzlich untersagt, eine Dashcam in seinem Auto anzubringen. Der Autofahrer hat dagegen geklagt, eine Entscheidung steht noch aus. Das Münchner Amtsgericht dahingegen hat ein Video, was mit einer Dashcam gedreht wurde, in einem Verfahren um einen Verkehrsunfall als Beweismittel zugelassen. Aber auch hier ist noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung ergangen. Das heißt, man wird abwarten müssen, wie sich die Situation in Deutschland entwickelt. Ausflug ins Grüne. David und Steffi wollen heute mal raus aus der Stadt. Nach einigen Kilometern auf der Landstraße macht plötzlich das Auto schlapp. Die beiden müssen am Straßenrand halten. Während David den Motor checkt, sichert Steffi die Pannenstelle ordnungsgemäß mit einem Warndreieck. Nicht ganz ungefährlich, so eine Panne auf offener Straße. Steffi holt noch schnell die Warnweste aus dem Auto. Leider haben sie nur eine dabei und es gibt Zoff. Muss David nicht für seinen Mitfahrer auch eine dabei haben? Gibt es so etwas wie eine Warnwestenpflicht? Hier ändert sich mit dem heutigen Tag das Gesetz. Wie viele Warnwesten müssen im Auto sein? Wenn mehrere Leute in meinem Auto mitfahren, ist das kein Problem. Ich brauche trotzdem nur eine Warnweste pro Fahrzeug. Im europäischen Ausland gilt teilweise etwas anderes. Hier sollte man sich, bevor man in den Urlaub fährt, sehr genau erkundigen. Am Steuer darf man auf keinen Fall telefonieren oder texten, weiß doch jeder. Stimmt aber tatsächlich nicht so ganz. Davids Auto steht, der Motor ist aus. Bekommt er an der roten Ampel ein Knöllchen? Ist die Handynutzung im Auto immer verboten? Handynutzung ist im Auto, glaube ich, verboten. Und zwar komplett. Wenn ich an der roten Ampel stehe, dann gilt das genauso, wie wenn ich mit dem Auto fahre, dann ist das Handy genauso verboten. Handybenutzung im Auto, denke ich, ist immer verboten, auch wenn ich an der roten Ampel stehe, weil ich die Aufmerksamkeit immer auf den Straßenverkehr haben muss. Die Befragten sind sich einig, Handy am Steuer ist verboten, aber es gibt Ausnahmen. Grundsätzlich gilt natürlich, dass ich mein Handy im Straßenverkehr nicht benutzen darf. Etwas anderes gilt immer dann, wenn mein Motor ausgeschaltet ist, sei es durch eine Start-Stopp-Automatik oder weil ich den Motor an der Ampel selbst ausgestellt habe. Dann darf ich natürlich meine SMS lesen oder selbst eine SMS schreiben. Sommerzeit ist Rollerzeit. Auch David fährt wieder Zweirad und stoppt bei seiner Spritztour an der nächsten Tanke. Er will so schnell wie möglich weiterfahren. Um Zeit zu sparen und die Frisur zu schonen, lässt er den Helm trotz Verbotsschild auf. Der Tankwart sieht das nicht gerne. Ich würde Sie bitten, den Helm abzunehmen. Steht da vorne an der Tür dran. Was soll das denn? Muss ich meinen Helm in der Tankstelle absetzen? Ich glaube nicht, dass der Tankstellenwart einen zwingen darf, den Helm abzunehmen. Ich bin schon mal mit Helm in die Tankstelle rein und habe so bezahlt. Aber ich glaube, er dürfte es dir verbieten. Vermummung ist zwar in Deutschland meines Erachtens verboten, aber die, solange man keine Straftat begeht und die Rechnung bezahlt. Helm abnehmen an der Tankstelle. Freiwillig oder Vorschrift? Was sagt Anwältin Alicia von Rosenberg?
Tankstellenbesitzer dürfen es mir verbieten, mit Helm bei ihnen einzukaufen und zu tanken. Hintergrund ist häufig, dass sie natürlich Angst vor Überfällen haben und ihre Kunden identifizieren möchten. Das ist Ausschluss des Hausrechts. Wenn man dagegen verstößt, kann mir aber allenfalls untersagt werden, in dieser Tankstelle bedient zu werden. Ich bekomme keine Strafe oder ein Ordnungsgeld aufgebrummt. In Steffis Briefkasten wartet heute ein teures Souvenir aus dem letzten Urlaub. Der Strafzettel aus Italien ist amtlich und bittet Steffi zur Kasse. Ihr Freund David soll sich das zu Hause mal genauer anschauen. Vielleicht versteht er, was da auf Italienisch steht. Alles, was Steffi lesen kann, ist, dass sie 70 Euro Bußgeld zahlen soll. Ich verstehe da kein Wort. Da zahlen wir gar nichts. Kann ich Bußgeld aus dem Ausland ignorieren? Wir zeigen unserer Anwältin den Strafzettel aus Italien. Grundsätzlich gilt natürlich, wenn ich eine Ordnungswidrigkeit begangen habe, dann muss ich auch den Strafzettel zahlen. Eine andere Frage ist, ob ich damit rechnen muss, dass dieser Strafzettel auch in Deutschland vollstreckt wird, wenn ich zum Beispiel in Italien zu schnell gefahren bin. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Kosten für den Strafzettel und die Vollstreckung über 70 Euro liegen und der Strafzettel auch in Deutsch verfasst ist. Denn ich muss ja verstehen, was mir vorgeworfen wird und gegebenenfalls Einspruch einlegen können. So eine Garage ist schon praktisch, vor allem wenn man so viel Kram hat wie Steffi. Hier wird alles gelagert, nur kein Fahrzeug. Dieser Polizist kommt zufällig vorbei und nimmt die vollgestellte Garage genauer unter die Lupe. Die improvisierte Abstellkammer scheint ihm gar nicht zu gefallen. Sie wissen schon, das ist kein Lagerraum, das ist eine Garage. Ja, aber ich habe die gemietet. Kann ich auch reinstellen, was ich will. Ja, dann müssen Sie mit dem Bußgeld rechnen. Der Beamte fackelt nicht lange und zückt den Bußgeldblock. Ein Knöllchen wegen Kram in der Garage? Bußgeld? Schwachsinn. Also absoluter Schwachsinn. Mir ist bekannt, dass in verschiedenen Bundesländern Gesetze vorherrschen, dass in Garagen nur Autos und deren Zubehör, also Reifen und so weiter, gelagert werden dürfen. Man kann eigentlich die Garage nutzen, für was man will. Also man glaube ich nicht, dass man dann Bußgeld zahlen müsste. Schreibt mir das Gesetz tatsächlich vor, wie ich meine Garage nutzen muss? Garagen haben den Zweck, die Parklage auf den deutschen Straßen zu verbessern und sie zu entlasten. Das heißt, wer eine Garage hat, muss diese auch nutzen, um sein Fahrzeug abzustellen. Wer dauerhaft Gegenstände und andere Sachen dort lagert, verstößt dagegen und muss damit rechnen, dass ein Bußgeld verhängt wird. Denn er zweckentfremdet die Garage. Also, wenn der Motor aus ist, habe ich beim Blick auf das Handy nichts zu befürchten. Eine Helmabnahmepflicht gilt dann, wenn der Tankstellenwart es ausdrücklich fordert. Und Achtung, ab heute gilt die Warnwestenpflicht auch in Deutschland. Wie angespannt du da sitzt. Ist auch geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll.